Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute zu einer neuen Episode WhatsApp Fails mit mir, Luca. Mit wem auch sonst. Fangen wir direkt an mit diesem WhatsApp-Fail. Und zwar schreibt eine Person an seinen Kumpel Nico die Nachricht: meine Jacke chillt gerade in der Kerze. Der antwortet nur: haha. Und damit darf ich euch herzlich willkommen heißen zu einer weiteren Folge. Unser Niveau begibt sich mal wieder in Bubble. Schatz, du musst mir nachher mal bitte 10 Euro für den Kasten Bier leihen. Bekommst du nächste Woche zurück. Ich hab nur noch 15 Euro. Davon wollte ich mir neues Make-up kaufen, damit ich hübsch für dich bin. Dafür war das Bier eigentlich gedacht, Schatz. Okay. Das ist ein Diss auf einer ganz anderen Ebene. Bei diesem nächsten WhatsApp-Fail bekommt eine Person von seiner Mutter die Nachrichten geschickt: bitte hör auf, das Google-Logo dauernd zu verändern. Ich mag das Original gerne. Mama, ich ändere das Logo nicht. Google macht das. Auf meinem Computer, du entscheidest nicht, wie das Google-Logo aussieht. Würde ich das entscheiden, würde ich wohl nicht so ein klappriges altes Auto fahren. Das ist dann an der Stelle auch wieder die Wahrheit. Hier schreibt ein Vater seinem Sohn die Nachricht: bin gerade beim Einkaufen. Brauchst du noch irgendwas? Paar wären gut. Geh heute mit ein paar heißen Ladies aus. Schutz ist wichtig. Marc. Ja, dein Gesicht ist Schutz genug. Das war auch wieder so ein Diss auf einer ganz anderen Ebene. Alter, wo bist du? Suchen dich schon seit einer halben Stunde. Falls es dir nicht aufgefallen ist, ich suche seit 15 Minuten mit euch. Wusste nur nicht, wen wir suchen. Das könnte auch Sandra besoffen sein. Wodka for life. Mama, holst du mich mal von der Schule ab wie versprochen? Mama? Mama, ich werde gerade überfallen. Mama, ich habe jemanden erschossen. Mama, ich sterbe gerade. Kommst du mal? Mama, mein heißer Sportlehrer ist da. Okay, warte, bin gleich da. Und das ist nicht meine Mutter. Meine Mutter war immer 30 Minuten vor der vereinbarten Uhrzeit da und hat mich dann gefragt, warum ich zu spät war. Hier wird ein Mädchen von einer Person namens Simon gefragt: hi, könnte ich dich mal was fragen? Wer bist du denn? Na, Simon von gestern, der mit dem dicken Bizeps und so. Ah, der nachher noch eine weitere Nummer von einer anderen Frau abgestaubt hat. Ja, aber das ist eine Schlange. Die meinte, ich soll mich von dir fernhalten. Irgendwoher kennt sie dich wohl und sie meinte, das wird nicht gut ausgehen. Das war meine Mutter. Ich... ja, feier jedes Mal aufs Neue die ganzen... Sprachen lernen. Wo sind meine Oliven? Hier denkt eine Person, dass sie diese Nachricht an seinen Kumpel schreibt. Er schreibt diese Nachricht allerdings aus Versehen an eine andere Person. Allerdings lautet die Nachricht auf jeden Fall: die Party ist so der Hammer, komm her, scheißegal was du machst, Waldstraße 9. Und warum schreibst du das jetzt deinem Klassenlehrer? Liebe Grüße, Herr Steiner. Was war euer größter... aus Versehen an eine andere Nummer geschickt. Fail. Versteht man das? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Bei mir war es leider so, dass ich aus Versehen wirklich auch mal einer Lehrerin geschrieben habe. Die war allerdings extrem cool. Ich habe die zu einem FIFA-Spiel eingeladen. Und sie hieß mit Nachnamen genauso wie mein... ja, war peinlich, aber alles gut gegangen. Was machst du eigentlich nach dem Abi? Ich mache den Bachelor in Ironologie mit anschließender Fortbildung in Zynistik und Sarkastologie. Oh, und was macht man damit so? Witze, die keiner versteht. Und das ist die Wahrheit. Ich lieg nur im Bett. Und was machst du so? Ich hab mir gerade voll den fetten Popel aus der Nase geholt. Bah, wieso schreibst du mir so eklige Sachen? Du hast doch angefangen. Warum klatsche ich eigentlich immer? Ja, ich weiß es auch nicht. Hier schreibt ein Typ seiner Freundin Mandy die Nachricht: ich komme in einer Stunde vorbei und hol dich ab. Okay, ja, ich geh mal ins Bad. Bis später. Ich habe gerade geduscht und jetzt finde ich meine B**e nicht mehr. Ha 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 ha. Bürste. Bürste. Haarbürste. Ja, Mandy, ich würde dir tatsächlich einen Deutschkurs empfehlen, beziehungsweise einfach nur... das ist halt wieder auch die Autokorrektur, ne? Ich glaube nicht... also ich kann nicht richtig reden. Hier schreibt eine Person seiner Freundin Petra: hey Petra, schon sch**. Ich habe gerade eine Stunde lang versucht herauszufinden, ob das Licht am Kühlschrank auch ausgeht, wenn die Tür zugeht. OMG, hast du wieder gesoffen? Was war das Ergebnis? Nur ein bisschen. Es geht aus. Ich habe mich reingestellt. Was ist los mit einigen Menschen hier? Bei diesem nächsten Chatverlauf zwischen einer Person namens Manuel D. zensiert und der anderen Person frage ich mich auch gar nichts mehr. Und zwar schreibt Manuel Asö. Um 0.37 Uhr schreibt dann die andere Person: wo seid ihr? Aber seid falsch geschrieben. Wo ihr? Antwortet der Manuel. Der andere antwortet: wo ihr Straße? Drin. Falsche Zeit.
Dann um 2.45 Uhr antwortet die Person nochmal, wo? Und eine Stunde später um 3.45 Uhr antwortet Manuel, wo seid ihr? Das ist so ein typischer Chatverlauf, wenn man mit Sandra unterwegs ist und sie einfach wieder irgendwann plötzlich abhaut und sich verläuft. Papa, ich habe ja heute Geburtstag. Ja, mein Sohn, ich wünsche mir ein Buch zu meinem Geburtstag. Ja, ich kaufe dir alle Bücher, die du willst. Ein Sparbuch bitte. Ups. Ja. So leicht können Kinder ihre Eltern hochnehmen. Das habe ich tatsächlich auch mal gemacht. Und zwar war Oliven! Beim nächsten WhatsApp-Fail veranstaltet jemand einen Grillen und fragt ganz freundlich in der WhatsApp-Gruppe, wegen dem Grillen am Wochenende ist jemand Vegetarier? Daraufhin antwortet Petra, ja, ich, das ist ja voll lieb, dass du fragst. Petra wurde aus der Gruppe entfernt. Ja. Hey. Oh. Okay. Hallo Schatz, habe ich dir eigentlich schon mal gesagt, wie unglaublich gut aussehend und toll du bist und wie sehr ich dich liebe? Bitte sag, dass das Auto noch heil ist. Ja. Das ist so ein typischer Chatverlauf von mir und meiner Schwester früher, beziehungsweise nicht Chatverlauf, sondern eigentlich mehr oder weniger Redeverlauf, beziehungsweise Konversation. Weil wir hatten früher noch keine richtigen Handys und wenn wir ein Handy hatten, dann mussten wir verdammt nochmal kurbeln, wenn wir im Auto saßen. Hey, wie geht's dir? Ich bin der von letzten Freitag. Hä? Wo war ich da und wer bist du? Ich weiß nicht, wo wir waren, aber ich habe gerade deine Nummer in meiner Boxershorts gefunden. Alles klar, Digga. Irgendwie sind die Hälfte dieser kompletten WhatsApp-Fails ja einfach nur entstanden, wenn irgendwelche Leute betrunken waren. Apropos betrunken, soeben ist eine neue Folge Dick und Doof von dem Podcast von Sandra und mir online gegangen. Sandra hat die Folge betrunken, die war sehr voll, während der... Ein Link ist in der Beschreibung. Hier bekommt eine Person von seinem Schatzi die Nachricht, ich freue mich auch, wenn die 2 Wochen Lehrgang vorbei sind. Darauf antwortet er, ich werde dich vermissen, weiß gar nicht, wie ich das ohne dich aushalten soll. Lässt du mir deine K*** da? Die riecht so gut nach dir. Die kann ich abends mit ins Bett nehmen, dann ist es ein bisschen so... Als wärst du da. Oh. Oh. Sch. Autokorrektur. Ich hätte gerne deine Jacke. Ja, wer kennt's nicht, wenn man eine Person ganz doll vermisst, einfach mal nach der K*** fragen, damit man halt noch ein bisschen den Geruch von ihr hat. Hier schreibt ein Vater eine Nachricht, die eigentlich an seine Frau gehen sollte, an seinen Sohn. Und zwar, hallo Schatz, hast du schon die A*****löcher abgeholt? Falsches Fenster, Papa. Entschuldigung, das ging an deine Mutter. Moment. Was für A*****löcher? Meinst du Nele und mich? Ja. Ja. Ich bin stark, wie der Vater sich auch überhaupt nicht rausreden will. Der akzeptiert das einfach, dass er sich verschrieben hat und sagt so, ja. Ja, ihr seid die A*****löcher, ihr seid die ich meinte. Das hier ist der nächste WhatsApp-Fail und zwar schreibt eine Person seinem Kumpel, ich bin mal gespannt, wer alles meinen Geburtstag vergisst. Wieso, wann hast du denn Geburtstag? Heute. Oh mein Gott, da kann ich euch wieder eine Story zu raushauen. Als ich vor 2 Jahren noch studiert habe, hatten ich und ein Kumpel von mir so in etwa den gleichen Weg zur Uni. Und dann haben wir uns halt immer morgens getroffen vom Supermarkt und sind dann zusammen die letzten 500 Meter zur Uni gelaufen. Und dann haben wir uns halt die ganze Zeit unterhalten. Und in der Uni hat er dann von allen Glückwünsche entgegengenommen zu seinem Geburtstag. Und ich dachte mir nur so, ich bin 500 Meter mit dem ganz... Dann hab ja, war unangenehm. Beim nächsten WhatsApp-Fail wendet eine Mutter den gleichen Trick an, den wir zu Beginn dieser WhatsApp-Fails-Folge schon hatten. Und zwar schreibt sie ihrem Sohn Geschirrspüler ausgeräumt, Hausaufgaben erledigt, Patentante angerufen, Zimmer gesaugt. Papa und ich haben beschlossen, den nächsten Monat ein Auto zu kaufen. Oh mein Gott, wirklich? Danke! Nein, wollte nur wissen, ob du meine Nachrichten liest. Das sind irgendwie so Taktiken von so Eltern, ne? Apropos Eltern, der nächste WhatsApp-Fail handelt auch von einer Mutter wieder. Und zwar schreibt eine Person seiner Mutter, Mama, ich muss dir was sagen, ich bin schwanger. Liebling, bist du betrunken? Ja, warum? Ich denke nicht, dass du schwanger bist, Thomas. Was schau ich mir hier an? Und das frage ich mich auch bei dieser Nachricht. Und zwar schreibt dort eine Person, du hängst. Ich kann es kaum abwarten, dich endlich wieder zu sehen. Du bist so männlich. Deine Brustbehaarung macht mich ganz wild. Komm endlich her. Mama, was geht ab? Das tut mir so unendlich leid. Das war eigentlich für deinen Vater gedacht. Du hast mir den Schock meines Lebens verpasst. Ich glaube, ich suche mir besser eine eigene Wohnung und lasse euch euren Spaß. Moment mal. Papa hat doch gar keine Brusthaare. Mama? Ja. Das ist dann jetzt blöd. Für die Mutter. Der nächste WhatsApp-Fail handelt allerdings wieder von einer Mutter. Irgendwie
ist die Hälfte der ganzen WhatsApp-Fails einfach nur entstanden, wenn Leute betrunken waren. Und die andere Hälfte handelt von Müttern. Allerdings, es geht um diese Nachricht. Und zwar schreibt die Mutter: Alice, es ist 10 Uhr, wo bleibst du? Ich bin in einem dunklen Hinterhof in der Südstadt und versuche, meinen Dealer zu einem Mengenrabatt zu überreden. Solange ich weiß, wo du bist. Ja. Ich habe mich gerade so oft versprochen, als ich das hier gelesen habe, ne? Es sind 24 Grad gerade in Köln. Ich war auf der Terrasse. Und ich glaube, ich hab 10 Sonnenstiche. Kommen wir allerdings nur noch schon zum letzten WhatsApp-SMS-Nachrichten-Fail-Whatever für die heutige Episode. Und zwar ist es dieser hier. Wer ist der Typ, mit dem du redest? Habe ich gerade kennengelernt. Mal sehen, was daraus wird. Na dann, viel Glück. Und was ist los? Veni vidi Violini. Das heißt Veni vidi Vicky. Nein, war schon richtig. Ich kam, ich sah, ich vergeigte. Und das ist leider mein Liebesleben in einem Bild. An der Stelle möchte ich das heutige Video jetzt allerdings auch beenden, meine lieben Freunde. Wenn euch die heute mittlerweile schon 10. WhatsApp-Fails-Folge gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier. Da schaffen wir 40.000 Likes. Das wäre geistesstabil. Ja, wer kennt's nicht, wenn etwas einfach geistesstabil ist? Wie bereits gesagt, würde es mich mega interessieren, was eure krasseste Nachricht war, die ihr aus Versehen an die falsche Person geschickt habt. Schreibt mir das, wie bereits gesagt, gerne unten in die Kommentare. Und jetzt befinden wir uns hier auch schon im Outro, meine lieben Freunde. Hier oben findet ihr ein Smiley eingeblendet. Wenn ihr da drauf geht, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Das ist super, weil dann verpasst ihr so ein geisterlichen wie das heutige Video einfach in Zukunft nicht mehr. Also klickt da gerne drauf oder klickt hier drauf, denn da ist ein weiteres Video verlinkt. Was man sich jetzt halt dann anschauen könnte, weil wir haben alle gerade eh nichts zu tun.